Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kingdom Hearts Rechain of Memories. Zusammen mit Apfel. Hallo. Letzte Folge, sind wir im Schloss Oblivion angekommen. Ey, es ist so weird. Weil, wenn ich die linke Schultertaste benutze, dann geht er nach rechts. Jesus! Goofy, töte ihn! Goofy, du Idiot! Donald, töte ihn! Wie taugt los, sich wieder zu verpassen. Ja! Der verdammte Idiot! Oh, ein schwarzer Raum! Ja, dann erhöhen wir jetzt die Vitalität. Es sind zwei Gegner! Oh Gott, ich dachte, die wären wenigstens zusammengefasst. Ich bin wirklich Pokémon, Digga. Ja, halt wirklich so. Was haben wir jetzt gekriegt? Starke Initiative. Oh cool, wir haben eine Karte. Das ist... ja. Gehen wir hier durch, weil hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Tür mit einer Krone, das sind besondere Türen. Du benötigst spezielle Karten, sogenannte Schlüsselkarten, um diese Türen zu öffnen. Das habe ich mir schon fast gedacht, auch ohne, dass es da steht. Doch diese die passende Schlüsselkarte allein reicht nicht aus, um die Tür zu öffnen. Oh. Du benötigst die Schlüsselkarte und mindestens noch eine Karte, die Bedingungen erfüllt. Wähle also Raumkarten aus, die die Bedingungen erfüllen, und die Tür wird sich dir öffnen. So. Was sind die Bedingungen? Ich weiß es nicht. Eins oder höher? Ach so. Nehmen wir den. Ach so. Ah. Jetzt verstehe ich's. So halb. Allein zu kämpfen ist schwerer als ich dachte. Das stimmt gar nicht. Oh, was ein Zufall! Oh. Ah! Hört auf, so aus dem Nichts zu erscheinen. Wir können nichts dafür. Keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ua? Ua? Pluto! Es wird ja immer mysteriöser. Was macht denn Pluto hier? Ich wüsste nicht, was da mysteriös sein soll. Wir sind noch mit Pluto in die Stadt Traverse gekommen, oder? Travers. Travers. Ach ja? Oh, Jiminy! Nein, halt! Meine Chronik sagt, ihr seid vor der Begegnung mit Sora und Pluto in die Stadt gekommen. Woher weißt du das? Warum nein, halt, das haben wir doch gerade gesagt. Du hast recht! Wir sind Pluto hinterhergejagt und sind so letztlich im Schloss des Infalls gelandet. Nee, wir sind in Stadt Traverse gelandet mit Pluto, haben wir gesagt. Ach so. Sind wir nicht in der Stadt Traverse? Nun ja, das ist nicht wirklich die Stadt Traverse. Ich denke, die Karte hat diese Stadt innerhalb des Schlosses des Entfalls... innerhalb des Schlosses des Entfallens erschaffen. Aha. Wer soll denn da noch mitkommen? Ist doch alles viel zu verwirrend. Ich weiß nicht, wo wir sind... Aber lasst uns weiterziehen und weiterhin herzlos erledigen. So kommen wir schon wo an.
Oh nein. Darfst du auflesen? Ja. Dann besser vorsichtig, sonst sind es die Herzlosen, die euch erledigen. Das ist fast zu schnell. Leon? Du bist es? Was machst du hier im Schloss des Entfallens? Schloss des Entfallens? Was redest du denn da? Das ist die Stadt Travers. Und wer kennst du meinen Namen? Wer bist du? Hä? Ich habe euch noch nie im Leben gesehen. Lass die Spielchen, Leon! Wir haben doch alle gegen die Herzlosen gekämpft! Das weißt du! Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich kenne nicht mal euren Namen. Echt nicht? Also super goofy. Fuck! Echt nicht? Echt nicht? Tut mir leid. Das will Leon nicht sagen, bring ihn um! Das ist nicht der echte Leon! Ich fass es nicht! Wie kannst du uns nur vergessen haben? Ey, tut mir echt leid, aber ihr verwechselt mich. Passiert laufend. Nimm's nicht so, oder? Passiert laufend, ja. Du kennst deinen Namen ja! Halt, stopp! Wer kennt deinen Namen? Denkst du, dass Leon bloß Spaß macht? Wenn ja, ist es nicht witzig. Sora ist verletzt! Was für ein Kind. Wer macht ja bloß Spaß, Goofy? Du und Donald seid doch diejenigen, die... Ey! Ich kapier das nicht. Was ist bloß mit meinem Gedächtnis los? Was geschieht hier? Ich find's geil, wie gut, wie Plutus. Plutus im Hintergrund so. Geil, geil, geil. Ja, voll so abgeht es. Keine Ahnung, Leon. Vielleicht hat Erit ja doch recht mit ihrer Ahnung. Keine Ahnung, ich hab's zu schnell weggedrückt. Wieso kann eigentlich niemand hier Goethe schließen? Sie sagte, sie würde eine Art unheimliche Macht spüren und bat uns, der Sache nachzugehen. Ja, von Leo noch keine dumme Öffnung. Das stimmt. Das fällt definitiv unter die Kategorie unheimlich. Vielleicht sollten wir Sora zu Erit bringen. Yuffie, du kennst ja meinen Namen. Ja, und du meinen offensichtlich auch. Seid ihr Freunde? Fuck you, Leon! Nein, er ist mir völlig fremd, aber ich kenne seinen Namen. Ist doch praktisch! So sparen wir uns langatmige Selbstvorstellung. Ey, Pluto sitzt da, als würde er nur darauf warten, irgendeinen von uns jetzt umbringen zu können. Mensch, Yuffie, damit wären ja alle unsere Probleme gelöst. Nun, ich gehe vor und erkläre Erit alles. Leon, du führst Sora und die anderen herum. Bis später! Und Pluto geht mit. Schön. Hä? Grübel bringen uns auch nicht weiter. Komm schon, folgt mir. Aber passt auf, es befinden sich noch immer Herzlose in der Stadt. Ich zeige euch besser, wie ihr euch im Kampf Kitum beschützt. Wir wissen doch, wie man kämpft. Was lernen wir denn jetzt schon wieder? Siehst du die Werte auf deinen Karten? Hatten wir das nicht schon? Sie reichen von 0 bis 9 und je höher der Wert ist, desto stärker ist die Karte. Spielen du und dein Gegner gleichzeitig eine Karte aus, gewinnt der höhere Wert. Na los, probier's mal. Alles klar. Noch bin ich dabei. Eine Karte mit höherem Wert auszuspielen durchbricht die Verteidigung des Gegners. Das nennt man einen Kartenstich. Spielst du eine niedrige Karte aus, wird deine Attacke abgewehrt. Selbst starke Karten können abgewehrt werden, wenn der gegnerische Wert höher ist. Oh! Wer auch immer einen Stich verliert, muss eine Attacke einstecken. Sieh zu, dass du nicht so oft verlierst.
Karten mit dem Wert 0 sind besondere Karten. Es ist egal, welche Karte dein Gegner ausspielt, du kannst sie stets mit einer 0 stechen. Nur Karte stehen. Aber spielst du deine 0 Karte zu früh aus, kann der Gegner sie mit jeder Karte stechen. Okay. Sprich, kommt sie als Antwort, dann ist die stärkste Karte. Dann ist sie die stärkste Karte, kommt sie als erstes, die Schwächste. Aha. Versuch das Beste aus ihr zu machen. Von den Kartenwerten hängt auch die Zusammenstellung des Sets ab, vergiss das nicht. Warum bewegt sich Sauer so dumm? Jetzt wird es Zeit, dir beizubringen, wie du Karten kombinieren kannst. Du kannst Karten nicht nur einzeln benutzen. Du kannst auch drei Karten sammeln und dann alle auf einmal ausspielen, das nennt man in petto haben. Geiler Begriff. Karten in petto auf einmal auszuspielen ist effektiver als sie einzeln auszuspielen. Das probierst du ihn mal. Spiel einfach drei Karten aus deinem Set aus. Gibst du mal eine Karte auswählen? Oh, warte, was ist gerade passiert? Aha. Die Summe aus deinen drei Karten im Petto gibt den Wert, den du ausspielst. Der Wert ist in der Regel hoch und nur schwer zu stechen. Die Combo-Attacke ist sehr stark. Du musst dich nicht zurückhalten, zeig mir, was du drauf hast. Oh! Combo-Attacken sind dabei aber nicht dein einziger Vorteil. Wähle deine Kartenweise und entfesselst mächtige Kombinationen, sogenannte Spezialmanöver. Es gibt die verschiedensten Spezialmanöver und alle haben ihre eigene Kartenkombination. Übe das doch mal, sobald du mehr Karten besitzt und ein paar Spezialmanöver erlernt hast. Noch schön, dass deine Schwerten darüber lesen. Ja. Ich denke dabei aber eines. Benutzt ein Spezialmanöver, verlierst du immer die erste Karte, die du dafür im Petto hattest. Du kannst sie nicht nachstocken. Nachstocken? Ganz komisches Wort. Sie kommt erst wieder nach dem Kampf zu. Verlässt du dich nur auf Spezialmanöver, schießt du somit bald ohne Karten da und das ist nicht gut. Ist das der Grund für die hässliche Narbe auf deiner Frist? Bestimmt. Kommst du soweit klar, Sarah? Ja, mehr oder weniger. Den Rest eigne ich mir in ein paar Kämpfen an. Ja, so. Die lagen hier herum, nimm sie. Denk an das, was ich dir gesagt habe und nutze es. Cool, danke Leon. Simba! Schlüssel! Cool. Hey. Ach ja! Okay, cool, jetzt waren wir in der Special-Tür drin, da ist nichts gewesen, heißt. Okay, ich nehme die auf und werf sie weg. Boah, keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist, aber. Oh Leute, unten geht's auch noch weiter. Ach. Oh mein Gott! Goofy, töte sie! Da kommen noch mehr! Donald! Schön. Stunde des Kämpfers erhalten. Krass.
Wie viele Kämpfe sind hier? So was spektakulär. Region der Stagnation. 30. Das noch nicht verstanden mit den Karten. Ja. Ah, Sets prüfen. Ah! Ah! Jetzt kann ich hier eine austauschen dafür. Aber ich nur. Ne, warte mal, ich konnte die einfach reintun. Weil wir noch. Achso, und jetzt. Das funktioniert jetzt nicht, I guess. Ja, genau. Willst du. Ah, dafür sind KP da. Jetzt check ich's. Ha! Langsam sind wir Profi in dem Game. Mit mindestens. Eine Karte mit mindestens Wert 3. Du nicht. Du. 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 Und du nicht. Dann nehmen wir doch dich. Langsam sind wir halt wirklich Pro in dem Game. Mal schauen, wie lange wir Spaß haben. Yeah. Stufenaufstieg, Raum der Begegnungen. Holen wir uns doch gleich mal ein paar mehr Kartenpunkte. Oh, meine Bombe! Er mich als erstes geschlagen? Nee. Krass! Was diese Kämpfe so alles zu bieten haben! Ich will dich jetzt nicht kaputt machen, weil ich will da hoch. Jetzt die hier! Dass jemand diese Freeze-Karte verschieße! Nein, nicht heal! Stand jetzt ist es mehr Spammen als alle andere. Quamme! Nee, okay, ich habe keine Feindeskarte. Ich wollte mal nachschauen, was das macht, aber. Mir ist es nicht vergönnt. Ich nicht. Nee. Natürlich. Gibt es hier noch was? Natürlich gibt es hier noch einen. Darf ich den schlagen? Danke. Episch! Dösende Dunkelheit! Wir haben die dösende Dunkelheit gekriegt. Was ist jetzt hier was? Ein Raum, in dem die Geschichte fortgeführt wird. Ah! Ein Raum, der noch nicht geöffnet wurde. Ah, heißt, da können wir die Geschichte fortführen. Gibt es hier auch einen Ausgang? Nee. Hier gibt es gar nichts. Ich habe hier gar nichts gehört.
Dann nehmen wir irgendeinen der 5 oder höher ist. Haben wir einen? Ja. Warum kann ich die... Warum kann ich diese Fahne schlagen? Warum lebst du noch? Ah, komm! Gerade noch so mit allen Karten besiegt. Ah ja, mehr Vitalität. Schnauze, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich bin einfach reingelaufen in den. Stunde des Kämpfers. Ein Raum, in dem die Geschichte fortgeführt wird. Wow, wie kommen wir denn nach da rechts? Okay, egal. Wollen wir die Geschichte fortführen oder die andere? Oh Gott. Keine Ahnung. Nein, jetzt bin ich... Wie das sogar auf seinem Bild ist. Was? Sarah. Was? Ich muss wirklich alle Angriffskarten benutzt haben, um die neuen rufen zu können. Interesting! Interesting. Nein, mit dir rede ich nicht. Was du siehst hier öffnet die Tür. Habe ich denn über... Ich hab die eine Karte nicht, die ich brauche. Also ich kann jetzt... Das muss eine grüne 6 sein. Das haben wir hier, aber die habe ich nicht. Das ist schlecht. Egal, dann habe ich wenigstens jetzt die Karte gewastet. Vielleicht droppt mit dir der Kollege. Nein! Region der Stagnation. Dann müssen wir zurückgehen. Der Kollege droppt die sicher nicht. Das sage ich jetzt nicht nur so, weil ich keine Lust habe auf den. So, eine Dreierkarte. Haben wir irgendwo eine Dreier? Damit wir möglichst wenig wasten. Nee. Dann nehme ich hier die 4 und das Herz. Und dann können wir die Story weiterführen. Yay. Schauen, ob gleich eine Katze kommt? Ja. Aber ich gehe, das ist doch keine Katze. Katzin. Erit! Hast du mich etwa auch vergessen? Ich? Ja, mach du. Sonst sehe ich schon. Wenn du schon fragst. Soll ich sagen, schön dich kennenzulernen oder schön dich wiederzusehen? Ah, warte, jetzt muss ich mich muten. Wow. Wow.
Ich denke nicht, dass ich dich kenne, aber ich fühle, du gehörst hierher. Ja, eigentlich auch nicht wirklich, ne? Nee, eigentlich nicht. Ja, genau. Wir können es zwar nicht, dennoch ist mir dein Name so vertraut. Aber natürlich kennen wir uns. Wir haben als Team die Herzlosen besiegt. Ich fühle, dass das stimmt, aber ich erinnere mich nicht. Dann weißt du auch sicherlich nicht mehr, was du zu mir gesagt hast. In Hollow Bastion, als ich das Schlüsselloch versiegelt habe. Auch wenn wir uns nicht wiedersehen. Vergessen werden wir einander nie. Du erinnerst dich also? Er hat recht, Leon. Ich erinnere mich auch, dass du es gesagt hast. Dann ist das also doch kein bloßer Zufall. Ich glaube nicht, dass ich mich noch daran erinnere, aber irgendwie eben doch. Vielleicht übernimmt ja Soras Herz das Erinnern für uns. Bestimmt. Ein Herz? Wir kennen dich nicht, Sora. Aber dein Herz ist voller Erinnerungen an unser Zusammensein. Diese Erinnerungen müssen auch in unseren Herzen sein. Sie verraten uns wohl, was wir sonst nicht wüssten. Meinst du also, dass Soras Erinnerungen die unsere beeinflussen? Erinnerungen scheinen eine gewisse Macht zu besitzen. Dann hatte der Typ ja doch recht. Die Stadt muss eine Illusion sein, ein Produkt meiner Erinnerung. Befindet sich in der Stadt vielleicht jemand Besonderes? Wie hast du... Jetzt verstehe ich! Du weißt, dass bei meinen Erinnerungen in deinem Herz widerhallen. Wie auch immer, ein Freund von mir ist irgendwo in dieser Stadt. Im Schloss des Entfallens. Schloss des Entfallens? Was ist das? Hier gibt es keine Schlösser. So meine ich das nicht. Sora hat sicher noch einige Fragen zu klären, stimmt? Ja, stimmt. Stimmt. Schließlich sind wir ja gerade erst angekommen. Kann nicht schaden, sich umzusehen. Da sieh dich doch mal etwas in der Stadt um. Hier gibt es zwar Herzlose, aber das ist ja kein Problem für dich. Das stimmt. Du weißt, ich kann kämpfen? Ich erinnere mich zwar nicht wirklich, aber langsam glaube ich dir. Belass dich dabei. Danke, Leon. Ich könnte auch weiter in der Stadt voller Herzlosen leben wollen. Ja. Ah, jetzt haben wir das Ding gekriegt. Aber das war's jetzt mit der Folge. Lasst doch ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei und tschüss.